Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im neuen Questgebiet, dem verderbten Ödland. Verderbte, verdorrte, ich weiß nicht, vertrocknete. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wüstig hier, drisch, trocken. Nichts los hier. Wir sind eine Station weitergezogen mittlerweile und sollen. Was hat er gerade angezeigt? Thunderkraut? Egal. Jede Menge von den Speerkriegern erledigen und den Boss von denen und. Also die Herrschaften, die hier stehen, die kriegen alleine gar nichts auf die Kette. Weißt du, das sind mit 3, 4, 6 Mann und ich soll jetzt alleine alles machen, weißt du? Kein Verständnis dafür, kein Verständnis. Gut, nichtsdestotrotz machen wir natürlich gerne, insofern wir es schaffen. Und da wollte ich nochmal was machen hier. Ups. So, dann wollen wir mal loslegen. Ein bisschen vorsichtig an die Sache rangehen. Oh, ein Erz. Können wir die jetzt irgendwie pullen, ohne dass wir die ganze Belegschaft am Hals haben? Ja, er da vorne kommt jetzt bestimmt, ja. Lässt du mal mein Vieh in Ruhe hier? Ja, super. Okay, Glück gehabt. Hä? Wieso öffnet sich jetzt Meth? Irgendwas verpasst? Wieso levelt denn der? Hä? Wer hat denn jetzt gerade Level abgehabt? Achso, das war Sammelrang. Okay. Ach, echt total verwirrt. Total verwirrt, der Mann wieder. So. Oh, wir dürfen mal Frauen vermöbeln. Der hat uns da hinten gesehen, von da hinten. Noch ein Heiler. Agnes ist wieder weg. Hat keine Lust mehr. Was? In so einem dicht besiedelten Gebiet bist, ist natürlich ätzend, wenn dann der Respawn wieder so schnell ist, ne? Muss man ja so sagen. Eben an der Stadt war nice. Aber jetzt ist blöde. Was? Schimmen könnte man es. Ja, kann ich auch sein lassen. Müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen sowieso in die Richtung. Dann gehen wir dann auch in die Richtung. Wo
bevor wir da ankommen und schon alle Quests durch haben. Da hinten ist irgendwas zu looten. Ich glaube, er hat da jetzt was gegen. Komm mal hier. Guten Tag. Ich arbeite hier. Dann hältst du aber auch nichts mehr. Wenn der Explorer die Keule rausholt, dann ist vorbei hier. Rezept für zarten Braten, ja, ein Bräuchlichchen. Oh, das ist scheiße. Warte mal, gesegnete Clown, können wir die nicht irgendwo reindämsen? Lyric ist equipped. Charlie ist equipped. Vulcanus, er hat. Beast hat. Der hat noch nicht den nötigen Level. Gefährdenstufe 25. Apokalypse. So. Kann ich den lernen? Erforderliche Stufe 50. Okay. Ich glaube, ich werde ein paar Bankplätze nicht drumherum kommen. 16er Taschen habe ich schon bis auf einen Slot. Wir warten einfach auf Respawn hier. Bei Gold, ne. Stufe 30er Härtungssteine, aber die habe ich auch schon verwichst, ne? Ne, da sind sie. Weg damit. Ja. Okay. Ja, ist gut, Kollege. Ist gut. Kochtopf. Ach, das sollen wir auch noch 6 Stück machen. Jo. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ganz und gar nicht. Der Typ ist gleich hier wieder und dann stehen wir wieder dumm da. Okay, das haben wir. Besiege Heiler. Ah!
Willst du denn hier die ganze Zeit vorlesen? Lohnt schon nicht. Was? Was war das? Die hat mich verzaubert. Kelle. Ist sie schon wieder da. Ja, drei Töpfe ließ noch. Zwei Töpfe ließ noch. Er artet irgendwie in Arbeit hier aus, du. Mal jemand essen. Wieso müssen wir die eigentlich killen? Achso, wir müssen. Alter, ich bin hier gerade am Essen. Nicht gesehen. Und sie? So. Müssen wir den jetzt noch? Einmal noch. Dann können wir weiterziehen. Ihn glaube ich zum letzten Mal. Ne, vorletzten Mal. Kipp um. So, bei ihr, ja komm, weil wir sonst nicht an ihr vorbeikommen. Sehr schön. Okay.
Zwei Seile noch. Nur einen von ihnen hier. Ja, genau. Auch fertig. Exploren Lootrausch. Die bräuchten wir. Wofür brauchen wir ihn jetzt noch? Söldnerklinge, okay. Okay, hat er nicht gedroppt, der Schweinepriester. Mal eben was essen. Geht das hier so? Dann gucken wir eben nach dem Bosch. Was müssen wir hier noch machen? Sollen wir Söldnerklingen? Söldnerklingen. Besieger Hauptmann Aal. Gucken wir mal, wo der steckt, der Kollege. So. Da ist er. Wird hoffentlich nicht so stark bewacht. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Kann man den ein bisschen antitschen? Wir wollten zwar nicht vom Mount ausmachen, aber wenn es dann geht, dann machen wir es. Oder er versettet jetzt wieder der Schweinepriester, da kann ich nicht aus sein. Macht er überhaupt Schaden auf uns? Wo ist der Loot? Bei ihm. Okay. So, dann müssen wir jetzt nur noch die Fifis killen, ne? Die Deutschgedönsviecher hier. Da hinten sehen wir sie schon. Was ist das da hinten? Was müssen wir hier? Hier müssen wir auch irgendwas machen. Ach, die Kisten. Jo. Müssen wir die da. Inventar full. I hate you. Premiumfutter 6 Stunden, Premiumfutter 12 Stunden. Ciao. Noch. Okay, das heißt, die Tante hier oder den Onkel werden wir ein bisschen bearbeiten müssen.
So. Eine Kiste fehlt noch. Auch noch eine hier rumfliegen. Da, die spawnen ja recht fix. Das wäre mal gar nicht da gewesen, weißt du? Okay, jetzt noch die Klingenmeister hier. Schon wieder vom Mount aus kämpfe, wollte ich eigentlich gar nicht. Aber man muss ja sagen, geht wirklich fixer, ne? Das geht fixer. Dümpelt einer rum. Scheiß auf die robusten Stiefel. So, eine noch, dann haben wir es. 23 Minuten, da ziehen wir jetzt noch durch. Wird die Folge heute ein bisschen länger, aber dann haben wir es hinter uns. Der ist schon wieder da. Wenn er denn auch unser Item droppt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was macht ihr jetzt weiter? Jo, alles fertig. Sehr schön. Dann wollen wir mal ein bisschen Quest abgeben. Hello. Hello. I wish you luck. Ich hoffe auch. I need your help. Auch fertig. I don't know how much longer we can hold out. Da gibt's den Ring. Finde Hinweise. Unsere Wachen kämpfen weiter, aber das Blatt wendet sich allmählich gegen uns. Ich weiß nicht, woher die Mohaban die Ressourcen nehmen, um erfolgreich zu bedrängen. Okay. Er hat jetzt auch wieder eine Quest für uns. Dann nehmen wir das auch eben. Die hungrige Wache. Die Söldner sind stark. Doch wir werden unsere Pflicht erfüllen und die Stadt beschützen. Wir haben nichts zu befürchten, wenn wir jemand wie euch dabei haben. Die Söldner haben unsere Nahrungsversorgung abgeschnitten und verwehren so uns die Stärke, auch wenn nur ein Hauch von Widerstand zu zeigen. Wenn wir nur etwas Weizen zum Brotbacken hätten, könnten wir unsere Vorräte aufstocken. Und wenn es irgendwie möglich ist, wäre etwas Wüstenfuchsfleisch auch nicht verkehrt.
Hallo? Oh mein Gott. Hole den Hammer des Schmieds, hole Alchemisten, hole die Gewürze, Händlerchaos. Die Händler Al-Saiks versuchen ihr altes Leben nach dem Angriff der Moaban wieder aufzunehmen, aber es ist nicht leicht. Selbst die kleinste Hilfe bei der Wiederbeschaffung unserer verlorenen Güter würde einen enormen Unterschied machen. Einer der Moaban-Söldner ist im Besitz der Flasche meines Meisters. Ein Schwertkämpfer hat den Hammer des Schmieds, ein Spion die Gewürze des Kochs und ein Plünderer entkam mit dem Ring des Juweliers. Okay. Aber das machen wir dann, wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Ja. Und den Ring können wir mal eben anziehen. Bevor ich das vergesse. Einen Ring. Da ist der Ring. Ring auf Level 40. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut für heute und ich danke dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.